Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu Flatout, zu der Silberserie. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben die Bronzeserie beendet und tun uns jetzt in der Silberserie probieren. Ich habe schon mal geguckt, wir können uns erstmal keinen neuen Wagen leisten und ich tune jetzt erstmal noch meinen alten Wagen, um da nochmal ein bisschen was rauszuholen. Ja, das hatten wir schon gekauft, das hatten wir auch. Ja, das bringt ja nochmal was. Habe ich dich jetzt gekauft? Ja. Oh, das bringt. Ja, haha, 4000 ist wohl unmöglich. Na, kommen wir auch noch mal ein bisschen was raus. So. Das hatten wir schon. Bringt auch noch mal ein bisschen was. Gut, das war's dann eigentlich auch hier. Ja, die 4000 Dollar Preisgeld von der Bronzeserie, die wir ja gewonnen haben, können wir uns jetzt ja noch gut was leisten, aber es reicht irgendwie hinten und vorne nicht aus, um da nochmal ein bisschen was rauszuholen. Naja, gut. Mehr geht halt nicht. So, aber ich kann euch ja noch mal die neuen Wagen zeigen. Die 95. Das ist der hier. Das zweite, dritte, vierte und fünfte. Ich schau mal danach, welcher dann für uns am besten geeignet ist. Mal gucken. So, aber jetzt müssen wir erstmal mit dem alten Wagen klarkommen. Ja, na natürlich meine geliebte Eisstrecke. Wie ihr ja seht, in der Silberserie waren ja 3x3 Strecken. Und jetzt sind es 3x4, also wesentlich mehr. Mal sehen, was wir da rausholen können. Oh, gibt ja schon mal gute Tirangel hier. Oh je. Lass mich noch die Abkürzung nehmen. Danke sehr. Ah, vielleicht ist sogar jetzt auf der Eisstrecke ganz günstig, dass wir etwas langsamen Wagen haben. Sind wir nicht so gedrängt, so schnell zu fahren. Weil man muss immer gut abbremsen, ansonsten schlittert man mal richtig schön schnell aus der Strecke wieder raus und mal tu nichts vermeiden. Mann. Enge Eier hier. Lass mich in die Abkürzung rein. Oh, bleib mir hängen, danke. Oh, toll. Naja. Na gut, ich stelle mich nicht als einziger dumm an. Die Computer, auch nicht gerade viel clever, rutschen auch gerne aus. So. Ne, die Abkürzung, das hier, die Flieger. Die bringt nicht so viel. Brems, 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 komm! Sechster, naja. Vielen Dank. Mein Gott. Der Fahrstil lässt doch echt zu wünschen übrig. Nee. Ah, die Eisschrecken, nee. Das ist alles unkontrollierbar. Ja,
Also bei der 8. hat es auch wieder gut aufgeholt. Klasse. Ja. Nitro kannst du hier jetzt überhaupt ja nicht gebrauchen. Also meine persönliche Meinung. Naja. Viel zu kurvenlastig hier halt. Da war auch noch eine Abkürzung. Naja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Komm, schieben wir den mal gleich vorwärts. Oh, so geht das auch. So. Ja, wunderbar. Naja, Filter hilft uns aber nicht so viel weiter. Mal sehen, ob wir den jetzt hier noch kriegen. Komm, 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 komm. Noch dritter. Und Gas. Oh, das war ja noch gut. Super. Besser hätte es gar nicht kommen können. Bin ich vollkommen zufrieden damit. 500. So. Ja, da mussten wir ja hier irgendwie 4... Ja, das war mit 4000. Besitzt das 1300. Oh, das bringt noch mal was. Das ist schön. Das gefällt mir. So. Ja, gehen wir wieder von rechts und dann wieder abwärts. So, ein Waldgebiet. Ja, da kommen wieder die geliebten Bäume. Gleich ein Gerangel. Ja, gut dabei. Mir fehlt jetzt ein bisschen das Nitro, um an den ersten ranzukommen. Oh je. Wir waren eigentlich auch nicht so wirklich viel Abkürzung, um den bisschen den Weg zu verkürzen. Gut, da können wir die Schilder noch umnieten, um ein bisschen zu gewinnen. Na gut, ein bisschen gestritten, wieder ein bisschen Nitro, aber das wird uns nicht weiterhelfen. Das wäre an der Ziellinie, ist nicht eine schöne gerade Strecke, um da nochmal ein bisschen an den Rand zu kommen, aber. Ohne Nitro wird der da nix. Ah, ich will jetzt hier auch nicht irgendwo großartig das umrammeln, dann bleibt mir wieder hängen und dann bleibe ich lieber und save mir den zweiten Platz. Ja, oder wir bauen wieder richtig Scheiße hier. Hallo. Ja. Das sind ja mindestens 4 Runden. Haben wir noch 2, beziehungsweise eineinhalb vor uns. Den kriegen wir da noch. Ja, der Erstplatzierte ist zu weit weg. Werden wir wahrscheinlich mehr schaffen, aber mindestens den zweiten nochmal holen. Das wäre wirklich nicht schlecht. Nein! Oh, das gibt es nicht. Ja, man merkt jetzt, zu wenig Speed drauf. Der Wagen ist ein bisschen altbacken für diese Runde, aber das bleibt uns nichts anderes übrig. Müssen wir erstmal damit leben. Denn ohne Geld gibt es auch keinen neuen Wagen.
dann schon. Boah, da ist ja wieder der erste, das ist gut. Komm, Zielwagen. Ja, komm! Jetzt zur Seite! Ja, gut, so geht das auch. Okay, ist in Ordnung. Oh, den habe ich so raus der Box. Das ist gut. Klebt schon wieder an einem dran. Oder ja? Hä, was sind denn die da vorne? Sind das die wohl überrundet fast? Naja, egal. Zweiter Platz. Super. So. Das ist 1000. Ja, man verdient jetzt natürlich ein bisschen mehr Geld, glaube ich, als in Bronze. 4000, ja. Was bringt das letzte eigentlich? Nee, halt. Hä, wo ist denn das jetzt da? Okay, ich bin verwirrt. Da. Ah, gut, das bringt noch mal ordentlich was. Wo sind wir hier stehen geblieben? Hier fehlte uns sogar das zweite noch. Das haben wir. Das fehlt dann so. Fehlt uns hier auch das letzte. Dann kommt das noch. Wie sah das mit dem Auspuff aus? Ich glaube, da hatten wir, glaube ich, alles. Ah, ne. Hier hatten wir auch nicht den letzten. Fängung. Da hatten wir alles. Ich glaube, bei Reifen war das genauso gewesen. Oh, auch nicht. Oh je. Da kann man ja noch einige holen. Na gut, Chassis, der eine ist wurscht. So. Baustelle. Ach, alles so geliebte Strecken. Also meine Lieblingsstrecken sind doch immer noch die Stadt und die Rennen. Aber naja, im richtigen Leben kann man nun mal nicht alles haben. Man muss sehen, wie man klarkommt. Und bis jetzt bin ich doch sehr zufrieden. Bis jetzt klappt halt alles wunderbar. Nicht perfekt, aber zufriedenstellend. Ach, das war eine ganz kleine Runde. Ja. Danke. Da kann man ja natürlich super das Nitro benutzen bei so einer kleinen Runde. Das ist natürlich wieder absoluter Scheiß. Kannst gleich wieder abbremsen. Oh. Komm. Muss gleich zum Zug nutzen. Jetzt kommen wir da nicht mehr dran. Ah. Das war relativ gut. Aber ob wir da vorne nochmal mitsprechen können, ich weiß nicht. Langsam ernährt sich ja das Eichhörnchen, aber ja, so überhaupt nicht. Ne, ich glaube, das wird nichts mehr. Da man so viel abbremsen muss, keine Abkürzung gibt es und man... Wie, kein Nitro bekommt mehr jetzt, hä? Hier ist ein Pixel umgehauen ab, oder was? Naja. Ach, das. Kaum lobt man sich, dass das doch relativ gut läuft, wird man sofort wieder in die Realität zurückgeholt. Klasse. Na, also ich glaube, das kann man normal machen. Wunderbar, sind da irgendwie so. Weit sind die eigentlich ja nicht weg, aber wenn ich mal vernünftig mal diese scheiß Kurve hier fahren könnte und ich immer wieder letzte Depp jedes Mal denselben Fehler mache und vergesse abzubremsen. Aber wie immer, wie durch mit der Brechstange hier. Eigene Dummheit hier.
Abbremsen. Oh, ja, naja. Vergesst jedes Mal auch da die Bodenwelle. Weil ohne Boden kein Grip. Irgendwie normal. Aber es kommt nicht zu meinem Gehirn an. Kann man auch grundsätzlich überhaupt nicht ordentlich Nito sein. Man kann nicht umrammeln, um die ein bisschen aufzuhalten. Naja, gut, müssen wir normal machen. Vielleicht müssen wir uns die anderen Strecken mal angucken. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Preisgeld, um da die letzten Sachen noch zu tun. Ja, ach da, vielen Dank. Sehr motivierend. Oh ja, ein Rennen, das ist schön. Nichts rutschen, gar nichts. Wunderbar, so gefällt mir das. Da sollte man noch eine Chance haben. Vielleicht legen wir uns auf die Strategie fest, erstmal so die etwas gritfesten Strecken abzufahren, um da ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann diese schlammigen, rutschigen, Bäume besetzten Strecken zu machen. Oh je. Also hier muss echt viel mit Nito arbeiten. Die sind doch ganz schön viel unter der Haube. Jetzt fahren die mir echt weg. Oh, Abkürzung. Ah ne, das war auch so ein Ekelding. Nein! Naja gut, das ging noch relativ glatt über die Bühne. Ja, jetzt wieder wieder der Falle. Habt auch noch was? Jetzt fangen die alle an zu schuppen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Meine Güte. Ich wollte eigentlich, war meine Strategie gerade ein zu schleifen, das ist besser um die Kurve kommen, aber naja, die waren leider zu weit weg. Nein, Schild nicht erwischt. Haben wir jetzt mal die Abkürzung da? Ja, nein. Vielleicht halt. Ja, das ist das, was ich damals mal bei der Bronze-Serie gesagt hatte. Wenn sie einen dann. Oh, da habe ich noch eine Abkürzung. Wenn man sie natürlich vernünftig nimmt. Bei der Bronze-Serie gesagt habe, wenn man hinten schön das Heck erwischt, ist das natürlich wunderbar. Da reißt es einen dann gleich rum und das ist dann Feierabend für die Person. Diesmal war ich es sogar. Na gut. Gut, zwei Röhrchen haben wir ja noch. Aber wir sind ganz schön weit abgeschlagen. So, aber wie, jetzt kriege ich wieder das Ding da nicht hin. Machbar sein, noch eine vernünftige Beziehung hinzubekommen. Oh, komm, egal. Hauptsache, ja, gut, okay, das. Jetzt kommt das alles, was ich damals gesagt habe. Ich hab's noch damals gesagt, nicht mit Nitro hier durchflitzen, weil sonst landet es an der Brücke. Was mache ich? Genau das. Viel zu hektisch heute, viel zu hektisch. Oh, das ist wunderbar. Ja, aber doch, wenn ich vorbeifahre, natürlich. Wahr sein, ey. Jetzt hätte ich drei Plätze gut machen können. Nee. Kommt Nitro. Und man kommt nicht. Nee. Nee, das war's auch wieder.
dass ich es echt nicht. Nein, da geht's auch nicht weiter. Das ist. Nee. Komm, Rennen wiederholen, Feierabend. Das bringt nichts. Jetzt wird mehr Concentration. Ah, die Knöpfe hier nicht jetzt um Ninjutsu zu benutzen, weil ich keins habe. Beziehungsweise verführt werde dazu. Gut, also jetzt müssen wir alle wettmachen durch die Abkürzung hier. Ja, die müssen uns erstmal ein bisschen frei hacken. Man sieht, man bleibt gerne immer dran hängen. Komm, 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 komm. Ja, eine bessere Kurve. Sehr schön. Komm. Nitro und. Ach, da bin ich letztens hängen geblieben. Okay, gut. Aber das haben wir ja diesmal relativ gut gelöst. Und jetzt sollte das auch besser klappen. Da kommen sie alle an die Filzen. Jetzt. Tor auf, Tür zu. Jetzt haben wir es erst kaputt gemacht. Wunderbar. Oh, das ist wirklich ein Krampf. Gut, dritte Runde begonnen. Jetzt sollten wir uns ja die Abkürzung alle langsam durchgearbeitet haben, um da endlich mal vernünftig durchzukommen. Gibt es nicht, ey. Ja, da wäre wahrscheinlich ein Wagen, der wesentlich vom Gewicht schwerer wäre, wahrscheinlich besser. Der würde nicht immer so wegdriften. Nee, Leute, warum denn? Hat so gut angefangen und nee. Na jetzt aber. Den benutzen wir. Ja, sehr schön. Da fahren sie mir wieder weg davon, ey, das gibt's ja nicht. Definitiv zu lange, um wieder auf volle Geschwindigkeit zu kommen. Das ist leider mein Manko. Also muss ich das wirklich durch die Abkürzung wettmachen. Och, nicht schon wieder, ey. Wie immer noch Siebter. Ja, ernst. Okay. So wird da definitiv nichts. Wohl auf der Rennstrecke gibt's nicht.
Gut, was sagt der Autohändler? Wir haben nicht genügend Geld. Unser Wagen ist ja... Hallo? Trotzdem was wert? Technische Daten. Standard. Wichtiges Wert ist es... Oh Gott, ist ja praktisch nichts wert. 3.800 Autohändler. Tja. Jetzt stehen wir natürlich da. Geld reicht auch nicht aus. Ja. Ich mache hier erstmal einen Schnitt und werde nochmal in den Bronze-Serie nochmal zurückkehren, werde da ein bisschen Preisgeld gewinnen, um uns dann einen neuen Wagen zu holen. Bis denn. So, und da bin ich auch wieder. Erfolgreich Geld gesammelt und hier, ich habe mich übrigens für den Daredevil entschieden. So, da seht ihr ja unser altes Auto, also was wir jetzt gerade besitzt und das neue Auto, der Unterschied. Schaut euch mal bei meinem Wagen, wie viel der wert ist, und dann zeige ich euch mal noch. Und zwar bei technische Daten steht der Wert 3.800. So, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich das in den neuen Wagen dann mit integriert, dass er billiger wird. Aber nein, man wird beschissen, wie im wirklichen Leben. Hier ist er bloß 1.900 wert. Naja, gut. So. Ich will den Daredevil haben, aber ich möchte ihn in Schwarz haben. So, ja, automatisch natürlich. So, jetzt haben wir ja noch ein bisschen Geld übrig und dann werden wir das natürlich in, ja, diesmal Speed investieren. Na, ja, das wird ein bisschen teuer. Ja, holen. Oh, da holen wir noch mal ein bisschen was raus. Ja, dann nehmen wir das. So, noch ein bisschen Bodenhaftung. So, mal sehen, ob die Aufhängung, ob dann... Ah, ganz knapp. Schade. Na gut, alles 500. Egal. So. Ich habe mich strategisch erstmal entschieden, möglichst statt, also hier, und die Rennen zu absolvieren. Ich denke mal, das klappt erstmal am besten, um ein bisschen Geld einzusammeln, um dann auch die Eisstrecken zu machen und sich dann langsam vorzuarbeiten, dass das vielleicht jetzt ein bisschen besser klappt. So, also erstmal rennen. So, ich hoffe, jetzt können wir endlich mal ein bisschen mithalten hier mit den Leuten. Oh ja, ganz anderes Fahrgefühl. Oh ja, der Wagen ist wieder drauf. Mal wieder vorne mitreden. Ey! Vielen Dank! Super! So, jetzt versuche ich möglichst normal die Strecken zu nehmen. Man hat ja gesehen, die Abkürzungen waren immer ein bisschen hakelig, möchte ich jetzt mal sagen. Eigentlich waren sie totaler Mist. Und überall hängen geblieben und so. Gut, mal, da wir jetzt ein bisschen mehr Speed haben, könnte man es ein bisschen leichter nehmen. Ich glaube, er ist auch ein bisschen schwerer. Dass man da ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen hat. Kann ja mal sehen. Vielleicht schaffen wir es ja auch so. Jetzt wärst du bitte so freundlich und würdest ein bisschen Platz machen. Denn das für eine Pussy, der bremst. Ne, die nehme ich lieber nicht. Die ist Dreck, weil man hier nämlich dann voll eine scharfe Kurve fahren muss. Nee, das lassen wir mal lieber. Oh, jetzt müsste die Sprungschanze kommen. Ich hoffe, ihr kriegt die ordentlich. Ja, komm!
Naja, gut, jetzt sind wir uns freigeräumt. Super, hat uns aber einen Platz gekostet. Nicht so toll. Zweiter. Nee. Komm schon, gerade Strecke. Jetzt. Ey. Schiebt er sich noch dazwischen? Das gibt's ja wohl gar nicht. Jetzt verkrümmel dich von der Strecke und mach mir endlich Platz hier. Sind aber auch penetrant. Jetzt lassen wir das mal lieber. Jetzt haben wir ja den ersten Platz. Souverän noch die letzte Runde absolvieren und dann sind wir doch wieder gut im Rennen. Ja, aber die hängen uns ganz schön auf der Pelle. Gucken. Ja, na super. Ja, man merkt doch sehr stark den Unterschied. Ja, das ist gut, dass wir nochmal ein bisschen was in den Motor investiert haben. Also, ja. So. Oh, 2000, das ist gut. So, gleich ins Tuning. Wieder hinein. Tja. Setzen wir jetzt lieber doch noch mal ein bisschen mehr in Speed. Oh Gott, oh je, das ist ja extrem. Ja, gucken wir mal. Lieber noch mal kurz rennen gucken. Was haben wir denn jetzt da? Wir haben da einen Wald und wir haben noch eine Stadtstrecke. Tja. Ja, ich überlege gänzlich, ob ich lieber gleich jetzt noch in Bodenhaftung reingehe, weil der Speed an sich ist ja jetzt wunderbar. Ja, ich glaube, ich mache das lieber. Weil danach wird das uns wieder zum Verhängnis. Aufhängung, ja. Da nochmal was rein. So, dann fehlt uns hier noch was. Auspuff hier. Also 800 plus... Ui! 2000. Also müssen wir jetzt das Rennen gewinnen. Dann haben wir das nämlich schon mal vollständig mit der Bodenhaftung erledigt. Also definitiv hier in der Stadt Erster werden. Priorität Nummer 1. Oh, hey, das geht schon gut los. Yeah, ihn danke. Knickknack, da waren die Knochen putt. Naja. Oh, das ist schon mal in der Linie geblieben, sehr schön. Boah. Was sind denn das für Bordsteinkanten hier? Ach ja, das war ja so ein bisschen eine Mischung daraus. Na gut, dass wir doch schon auf Bodenhaftung gegangen sind. So, vierter Platz. Oh, komm, Abkürzung. Was soll der Geiz? Komm, und? Dritter Platz? Wie immer noch vierter. Ah, ich krieg schon Kopfschmerzen. Ey, das ist geil. Und der Wagen ist schon wieder voll im Eimer. Dann heißt es auch wieder ein bisschen was ins Chassis investieren. Dann passiert uns das nämlich nicht ganz so oft. Oh Gott, gut, sehr schön.
hier in diese Bordsteinkante. Oh, gut. Also dritter wäre schon nicht schlecht. Sonst schalten wir wieder keine Strecke frei. Komm schon. Nein! Ah, ich hab's schon gesehen. Ah. Hallo. Oh Mann, ey, das ist Albtraum. Siebter. Na super. Vier Runden. Hallo. Ja, Mann. Oh ja. Danke fürs Anschubsen. Gut, ich war ja auch eine Pussy und habe erstmal schön gebremst, aber kann man das nicht durch, wieder Jens überhaupt nicht benutzen. Erstklassig. Ey. Meine Güte, ey. Super, dritte Runde. Meilenweit entfernt, ey. Ja, so hätte ich das gerne die ganze Zeit. Ja, das war ja klar. Abbremsen, das ist sonst wird dann nichts. Vielen Dank. Nee. Kriegt das einfach nicht gebacken. Nee. Oh, gerade nur Fünfter geworden. Naja, davon kann man sich auch nichts kaufen. So. So, jetzt habe ich aber gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, als wäre die Framerate ein bisschen eingebrochen. Hier mal ein kurzer Schnitt. So, da bin ich auch wieder. Habe mal kontrolliert, ob das irgendwie ruckeln tut. Also auf der Aufnahme kann man es nicht sehen. Also alles wunderbar. Dann probieren wir nochmal jetzt einfach die Stadtstrecke. Das Beste jetzt. Dass wir einen guten Start haben und nicht gleich wieder gegen irgendwas gegen knallen. Schauen wir. Alles schön mit Bedacht machen. Danke. Hier auf der Strecke merkt man auf jeden Fall, Speed ist hier nicht alles, sondern hier wirklich alles mit Köpfchen noch machen. Das landet man schnell gegen Bäume und sonstige Sachen. Na ja, ja genau, das ist das, was ich gemeint habe. Diese hässlichen Bodenwellen immer dann. Schubst mich jetzt in die. Ja. Oh, das ist eine Huppelfahrt hier.
unglaublich. Das ist mehr in der Luft als auf dem Boden. Habe ich hier so ein bisschen Gefühl. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ah ja, ruhig, 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 ruhig. Ja, sehr schön. So, jetzt mal die Gelegenheit nutzen, um zu überholen, um uns den ersten Platz zu sichern. Oh, jetzt müssen wir schnell abbremsen. Oh, schade. Na egal. Wir kommen schon noch zu unserem Zug. Ich hab dich im Auge. Nein! Oh, warum so? Wie jetzt gleich der Wagen im Eimer? Egal. Sichern wir uns den zweiten Platz und dann ist auch gut. Man muss auch mit kleinen Dingen im Leben zufrieden sein. Oder vielleicht doch nicht. Ich warte einfach die letzte Runde ab und dann kurz davor nochmal an ihm vorbeizuziehen. Wir müssen jetzt bloß ein bisschen an ihm dranbleiben. Na, schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mal wieder an ihm vorbeiziehen, genau. Jetzt etwas ruhiger, nicht wieder rüber klatschen da über die Bodenwelle. Ja. Ja, ein bisschen mehr wirklich hier mit Gas und Bremse spielen, dann geht das auch. Na, sehr schön, wunderbar. Muss das sein. So. Wunderbar, da können wir auch gleich wieder was in den Wagen investieren. Wie war da doch nochmal jetzt genau? Die Reifen wollte ich haben und die... ich habe doch gesagt 2000, hä? Ach, wahrscheinlich, weil wir noch ein paar Objekte zerstört haben, habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Deswegen haben wir noch ein bisschen mehr Geld. So, Chassis wollte ich ja noch haben, genau. Machen wir das noch ein bisschen verbessern, dass wir nicht gleich wieder einen Schrottreifen im Wagen haben, wenn wir da mal ein kleines Unfällchen bauen, ne? So, Wald oder Baustelle? Zwei Baustellen, da schalten wir ein Eislevel frei. Da unten wieder eine Stadt. Ach komm, machen wir jetzt lieber erstmal das. Ein bisschen strategisch rangehen. Ein aggressives Völkchen ist das hier. Aber das ist nun mal ein bisschen Destruction World Stil. Mit Renninhalt halt. Nö, nö. So, wieder alle schön vorsichtig und langsam machen und auf die Gelegenheit warten. Zu überholen wie jetzt. Vielen Dank. Oh, was war das denn jetzt gerade? Unser Pümpel mich jetzt gerade ein bisschen aus der Spur gebracht. Schon wieder so ein Pümpel.
bloß noch irgendwo mal wieder ein bisschen was umhauen, um ein bisschen Nitro zu gewinnen. Aber das muss irgendwie was doch sein, wo ich mich nicht selbst so behindere. Die Schilder da gerade links, aber da sind wir leider schon vorbei. Naja, gut. Wir schaffen das vielleicht auch noch so an ihn ranzukommen. Haben wir noch ein Ründchen. Ist also eineinhalb frei. Oder zwei? Aber ich weiß jetzt nicht. Ah, wir haben aber jetzt besser die Kohle. Wo meinst du her? Sehr schön. Was sagt er uns bloß nicht von der Seite? Ja, gut. Oh, wir haben ja sogar ein bisschen viel gewonnen. Ah, das war blöde jetzt genommen. Nein. Komm, bleib irgendwo hängen. Mist, er ist nicht hängen geblieben. Ich dachte, ich habe einen Strommast reingejagt. Naja, gut. Nein, was war das denn jetzt für ein Fahrfehler von mir? Nein, komm, jetzt noch ein bisschen Gas geben. Der darf nicht wieder ran. Der ist aber auch schon wieder so ein Penetranter. Kannst du nicht mal irgendwo hängen bleiben? Ne, das sieht er gar nicht ein. Oh, da überrunden wir schon jemanden. Oder beinahe. Naja. Ich hoffe, der hier behindert uns jetzt nicht noch. Oh ja, gut. Okay, wunderbar. Geht doch. Oh, ein wunderbarer Motorsound. So muss das klingen. Ah, wunderbar. Immer mehr Money. So. Da war alles fertig. Da auch. Tja. Wirkt sich die Geschwindigkeit aus, ja. Oh Gott, wie weit waren wir denn hier? Ja gut, da können wir immer noch mal ein bisschen weiter draußen, ist klar. Also mit dem Speed bin ich so eigentlich erstmal recht zufrieden. Mit dem Chassis aus. Ach komm, da kaufen wir uns diesmal. Nicht, dass wir wieder die nächste Bodenwelle erwischen und dann immer verreckt der Wagen. Hier noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. Auswurf, komm, machen wir hier, so sieht das gut aus. Oh, eins zu weit. So, dann nehmen wir hier, ja, nehmen wir das. Ach, jetzt glaube ich, fahren wir wie wieder spiegelverkehrt los. Nee, nicht ganz. Das war echt knapp. Ja, nein. Oh.
Boah, der hat mich schon gefreut. Juhu, erster, weil ich der Kampf bin. Aber es währt denn nur kurz. Nein. Nein. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich schön kurvenlastig. Nee, die Sprungschanze benutze ich definitiv nicht. Gut, dritter. Nein, ich genau wieder dasselbe. Ist aber auch ekelhafter. Ja, wie kriegt man das jetzt noch hin, um da ein bisschen noch ranzukommen? Entweder gut fahren oder Nitro. Ich sehe hier gerade in dem Streckenabschnitt aber auch nichts, dass man hier auch irgendwas gut umrammeln kann, um sich selbst zu behindern. Man kann nur hoffen, dass die vielleicht sich da ein bisschen... Und ja, das war auch schon geil. Das war weniger gut, das war jetzt auch schon Platz Nummer 4. Oh komm. Aha. Nein, nicht schon wieder. Gut. So, wenn wir mal hier ein bisschen schneiden. Komm, komm, komm. Wo ist er? Da. Gut. Dritten Platz wieder. Sehr schön. Ein Ründchen haben wir dann noch. Nee. Jetzt kann ich nur darauf hoffen, dass die irgendwo sich wieder bekampeln. Sonst ist das wirklich vierter Platz und das war's dann. Ja, der Wagen ist schon zu viel beschädigt. Jetzt fängt er an, wieder so auszubrechen, Mann. Nee, 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 nee. Ja, zum Schluss wieder schlecht gefahren. Schade, schade, schade. Na gut, war ja mindestens ein bisschen Geld. Ja, das war mir fast klar. Ich glaube, kostet jetzt alles 8 zu 800. Oh, hier kostet was 600. Ja, warum nicht? Weil schalten war da schneller. Tue ich mir ein bisschen Abwechslung. Ja, komm.
so wieder gut nutzen, wenn man es hat. Kommt man gut um die Kurven. Ah ja, meine Bodenwelle. Nein, diesmal nicht. Geht mir langsam das Nitro aus, das ist doof. So, Bodenwelle wieder. Da klebt aber auch wieder so ein Affe an mir dran. Oh ja, jetzt hole ich mir hier Nitro. Am besten behindern wir sie auch noch ein bisschen. Ich hoffe, wir haben es bloß dann, wenn ich wieder da ankomme, weggefahren. Sonst habe ich mich selbst angearscht. Nein! So, da sind noch zwei Röhnchen. Oh, nochmal schnell abbremsen. Oh, das war noch gut. Warten noch rechtzeitig. Ja, gut, ist gut leer geräumt worden. Das passt. Der klebt doch wieder, das ist auch ein Speed-Devil-Type. Das ist komisch, dass ich diesmal nicht hängen geblieben da dran bin und mich durchgefahren. Manchmal sehr merkwürdig bei diesen Fließbändern. Iha. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ganz schlechter Verlierer. So. Aber ich werde das erstmal hier beenden. Die Stunde ist erreicht und ich werde das mal in zwei Parts teilen. Somit begrüße ich euch dann einfach wieder zu Flatout, die Silberserie, der zweite Part. Bis denn, see ya!